Gibt es jemanden, der noch nicht von der Bhagavad Gita gehört hat? Ich glaube nicht, ne? Wir alle sind uns dessen bewusst, was die Bhagavad Gita ist und wie groß und vollkommen diese Bhagavad Gita ist. Und hier haben wir in diesem Kapitel hier das vertraulichste Wissen. Und dieses vertraulichste Wissen, wie wir ja wissen, wurde von Krishna selbst direkt zu Arjuna ihm überreicht. Und Arjuna wurde sehr gesegnet dadurch, dass er dieses Wissen bekommen hat. Und dadurch, dass wir hier das Originalgespräch haben, was Vyasadeva dann aufgeschrieben hat, sind wir direkt in der gleichen Lage wie Arjuna, dass wir auch dieses vertraulichste Wissen annehmen können, überhaupt erstmal verstehen dürfen und dann auch danach handeln dürfen. Und das ist genau das, was uns dieser Vers hier sagen will, dass wir auch anfangen, die Herrlichkeiten des Herrn zu lobpreisen und dass wir uns bemühen mit großer Entschlossenheit. Und was sehen wir oft im Tempel, was für viele vielleicht am Anfang sehr komisch sein mag, aber wir verbeugen uns, wir verehren uns vor dem Herrn. Und das machen wir in unserem normalen Leben nicht, weil von wem verbeugen wir uns? Wenn, dann wollen wir vielleicht, dass man sich vor uns verbeugt, weil wir ja so wichtig sind und so toll und so groß. Aber wenn wir Gott kennen, wenn wir Krishna kennen, dann wissen wir, er ist der Größte, er ist der Schönste, er ist der Tollste und ihm verdient jeder Respekt und unsere Ehrerbietung ihm darzubringen. So. Und ihn sozusagen zu verehren. Und wer macht das? Wer verehrt die höchste Persönlichkeit Gottes? Das sind die großen Seelen, die sozusagen das verstanden haben, dass sie Teile Gottes sind und dass Gott der ewige Herr ist und der ewige verehrenswürdige Herr. Und hier Prabhupada in der Erläuterung erklärt sehr schön, wie bezeichnet man diese großen Seelen. Und da gibt es diesen Begriff Mahatma. Mahatma ist eine große Seele. Und ja, wir alle sind eigentlich auch Mahatmas oder können Mahatmas werden. Und warum können wir Mahatmas werden? Weil Mahatma sozusagen, Srila Prabhupada ist unser Mahatma. Er kam in die westliche Welt und war eine reine Seele und hat uns dieses Geschenk überbracht. Und er hat uns dieses vertraulichste Wissen überhaupt erstmal übersetzt, uns persönlich gegeben in Form der Bücher und in Form dieser ganzen Bewegung, die wir weltweit haben. Und so können wir in die gleichen Fußstapfen treten, dieser Mahatmas, dieser großen Seelen. Und die großen Seelen wollen, dass wir alle, obwohl wir hier gefallene individuelle Seelen sind, dass wir auch Mahatmas werden. Das war Prabhupads Sicht. Er hat nicht die Bedingungen der Menschen gesehen. Er hat nicht gesehen, okay, Mann, Frau, diese Nationalität, diese Hautfarbe und die verschiedenen Unterteilungen der Menschen, wie man ja Menschen unterteilen könnte. Er hat da durchgeschaut und hat tief im Herzen die Seele gesehen. Und die Seele ist nun mal auf ewig ein ewiger Diener Gottes. Und das wird in den Veden beschrieben. Und unsere Aufgabe ist, das zu erkennen. Und weil es sehr schwierig ist, das alleine zu erkennen, können wir froh sein, dass ein Mahatma in Form von Srila Prabhupada hier erschienen ist. Eine reine Seele erschienen ist, um uns das zu lehren und uns das zu geben, was wir eigentlich vergessen haben. Und all das hier, Prabhupada hat das so schön erklärt hier, dass wir uns bemühen. Und Prabhupada hat sich auch bemüht, das zu verteilen. Und er hat sich so da bemüht, dass es sogar geschafft hat, andere Seelen anzuziehen, mitzumachen, dass diese Seelen mitmachen. Und was hat er gemacht? Er hat zum Beispiel normale Menschen, damals Hippies, hat er dazu veranlasst, komm, wir chanten zusammen den heiligen Namen. Wir chanten Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Wir chanten nicht nur irgendein Mantra, sondern wir chanten das höchste Mantra und bringt alle eure Instrumente mit und egal wie unrein und gefallen ihr seid, ich sehe darüber hinweg, kommt einfach, lasst uns zusammen den heiligen Namen chanten. Und jeder kriegt einen Benefit davon. Jeder wird gesegnet durch diesen Vorgang. Und diese Hippies damals haben sich bemüht. Und was ist mit diesen Hippies passiert? Die sind aus ihrem totalen illusorischen Bewusstsein oder ihrem berauschten Bewusstsein oder ihren unreinen Bewusstsein sind sie ernsthaft geworden. Einfach nur, weil ihnen jemand den richtigen Weg gezeigt hat. Und wurden dann Folger Srila Prabhupads und haben sich gewandelt. Und da sehen wir die Kraft eines Mahatmas, einer großen Seele, die einem selbst ein Beispiel gibt. Und dann, was haben sie gemacht, obwohl sie nicht die besten Voraussetzungen hatten?
Sie haben sich bemüht. Und diese stetige Bemühung führt uns sozusagen zur Perfektion. Und so hat Prabhupada sie beschäftigt im Chanten, im Lesen, im Hören und an sich an diese Sachen zu erinnern. Und er hat diesen hingebungsvollen Dienst eingeführt. Weltweit hat er das eingeführt. Nicht nur in Amerika. Das war Nummer eins. Dann wieder in vielen anderen Ländern. Er ist um die ganze Welt geflogen. 14 Mal um die ganze Welt und war auf allen Kontinenten gegenwärtig. In fast allen Ländern der Welt war er persönlich und hat den hingebungsvollen Dienst, die Verherrlichung Krishnas und die Bücher, die heiligen Schriften, hat er in die jeweiligen Länder gebracht und hat Schüler eingeweiht. Und so hat sich diese Bewegung weltweit verbreitet. Eine Person hat das geschafft. Es war seine Bemühung. So. Aber der Wunsch, es war natürlich sein Wunsch, aber der Wunsch kam durch seinen spirituellen Meister. Und wo kommt dieser Wunsch her? Der Wunsch kam direkt von Krishna. In der Form von Lord Chaitanya Mahaprabhu, der vorausgesagt hat, dass sich diese Bewegung der Bhakti oder des Chanten der heiligen Namen, diese Sankirtan-Bewegung, wird sich weltweit verbreiten. Und das ist das Yuga Dharma und das ist der Vorgang, wie wir alle als bedingte Seelen uns wieder beleben können, uns wirklich verstehen können, was ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist zu erkennen, okay, ich bin nicht dieser Körper und ich soll eigentlich mit diesem Körper, den ich belebe als spirituelle Seele, soll ich hingebungsvollen Dienst ausführen und soll er mich bemühen, in dieser Sankirtan-Mission, im Chanten der heiligen Namen zu betätigen. Und dass ich verstehe, okay, es gibt einen Gott und dieser Gott ist nicht unpersönlich, sondern er ist persönlich. Er ist die höchste Person. Wir sind auch eine Person, aber wir sind ganz, ganz klein, unbedeutend. Aber Gott ist die größte Person und von ihm kommen wir. Wir sind seine ewigen Diener und seine ewigen Beigesellten sozusagen. Und das hat Prabhupada in die westliche Welt wieder etabliert, durch den Wunsch hin von Lord Chaitanya. Hat er das geschafft und hat die Leute in hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Und das wird er auch noch in Zukunft tun. Weil warum sitzen wir alle hier? Weil wir das erste Mal bestimmt gehört haben von Srila Prabhupada. Und wenn es nicht Srila Prabhupada war in Form seiner Bücher, was war es dann? Dann haben wir direkte Gemeinschaft mit Devotis gehabt. Oder wir haben den heiligen Namen gehört. Und weil dieser heilige Name aber gechantet wurde von Devotis, wurden wir gereinigt. Oder haben wir eine Verbindung dazu entwickelt und haben uns dann Fragen gestellt, oh, was chanten die da? Was machen die da? Warum sehen die so komisch aus? Was haben die für Bemalungen im Gesicht? Warum haben die so komische Sachen an? Wo kommen die denn eigentlich her? Oh, die haben gesagt, die kommen aus einem Tempel. Was ist denn ein Tempel? Ich habe noch nie einen Tempel besucht. Vielleicht gehe ich da mal hin. Und so sehen wir, dass wir irgendwie damit in Berührung kamen. Und die meisten von uns kamen durch Srila Prabhupada in Berührung. Aber wenn nicht, dann durch die Gottgeweihten. Und diese Gottgeweihten, wir alle, sind eigentlich auch Mahatmas. Tief im Inneren sind wir auch reine Seelen. Aber wir sind so bedeckt durch diesen materiellen Körper, dass wir wieder auf diese reine Ebene kommen sollen oder uns bemühen sollen. Und wir alle haben eigentlich Kontakt mit diesem Mahatma. Und hier haben wir unser bestes Beispiel, hier diese Erläuterung, um überhaupt diesen Vers zu verstehen, kommt von Srila Prabhupada. Und er war eine reine Seele und er kann uns das so schön erklären hier, dass er uns beschäftigt sozusagen im Hören und Chanten. Und dass wir verstehen, wen sollen wir denn verehren? Was ist der Sinn? Und wem sollen wir unsere Bemühung schenken? Weil wir bemühen uns tagsüber für so viele Sachen. Wir bemühen uns, gut zu arbeiten. Wir bemühen uns, eine gute Hausfrau und Mutter zu sein oder ein guter Vater zu sein oder ein guter Student zu sein oder ein guter Arbeiter oder was auch immer. Aber diese Bemühung stellt uns auf Dauer nicht zufrieden. Aber was uns zufriedenstellen würde, wäre sozusagen dieser hingebungsvolle Dienst oder Bhakti-Yoga für das höhere Ziel. Und das höhere Ziel ist nicht unpersönlich, sondern es ist eine Person. Es ist Gott selbst, es ist Krishna selbst. Und wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn lobpreisen und wenn wir uns bemühen, ihn erstmal zu erkennen, das ist ja der erste Punkt, wir müssen ihn erstmal erkennen. Und wenn wir ihn erkannt haben, dann können wir ihm anfangen zu dienen. Und dann machen wir genau das, was Srila Prabhupada zum Beispiel gemacht hat oder sein spiritueller Meister, oder die ganzen großen Seelen, die uns in den Veden beschrieben werden. Wir machen alle genau dasselbe. Wir machen immer denselben Vorgang. Und warum immer dasselbe? Ist ja eigentlich langweilig. Weil dieser Vorgang perfekt ist. Und weil er einfach
schon von so vielen großen Seelen gegangen ist und die alle befreit wurden, so übergeben sie uns diesen perfekten Vorgang und sagen, hier, spekulier nicht rum, erfinde keinen neuen Vorgang, nimm doch einfach den, der schon da ist. Und das ist der Vorgang, den wir hier bekommen haben, durch unsere Schülernachfolge, durch Srila Prabhupada, diese Harinam Sankirtan-Bewegung, das Hören und Schänden der heiligen Namen und dadurch, dass wir diese ganzen Aspekte des hingebungsvollen Dienstes hier ausleben können, in Form dieser ISKCON, in Form dieser Tempel, können wir das lernen. Und wenn wir das lernen, wir können was lernen, es dann wieder vergessen, oder wir lernen etwas kennen, uns gefällt das und dann praktizieren wir das. Dann gehen wir da rein in diesen Vorgang und sagen, ja, ich möchte jetzt auch ein Yogi werden. Nicht einfach nur ein Yogi, sondern ein Bhakti-Yogi. Ich möchte Bhakti-Yoga praktizieren. Ich möchte jetzt anfangen, Gott kennenzulernen. Und wenn ich akzeptiere, dass er da ist, dann möchte ich ihm dienen. Weil er ist die Essenz von allem. Und wir, alles, was wir hier haben und was wir hier genießen, kommt von ihm. Und wenn wir wissen, dass alles von ihm kommt, dann möchte ich ihm etwas zurückgeben. Und dann möchte ich ihm Dienst darbringen. Freiwillig, ungezwungen. Mich zwingt keiner hier zu sitzen und was zu erzählen. Oder euch zwingt auch keiner, hier diesen Tempel zu besuchen. Ihr seid alle freiwillig hierher gekommen. Und so machen wir alle diesen Dienst, egal auf welcher Ebene, freiwillig. Wir chanten den Namen freiwillig. Wir lesen die Bücher freiwillig. Wir essen Prasadam freiwillig. Wir geben Spenden freiwillig. Keiner zwingt uns zu irgendetwas. Und da sehen wir auch, dass das ein magischer Vorgang ist und dass es funktioniert. Weil warum machen wir das? Weil es uns glücklich und zufrieden stellt. So. Und dieser hingebungsvolle Dienst soll mit Freude praktiziert werden.